Willkommen zurück, Freunde, bei Dark Souls 2. Ja, ich habe natürlich wieder unseren Heiligenkleid angezogen, der uns ja, wer war es? Die nette Sie, Lucia, irgendwie so etwas, hat uns ja dieses ganze Equip ja mal geschenkt. Und ja klar, hol doch mal vorher als ich. Ja, wir wurden das letzte Mal irgendwie mal so ein bisschen in Bedrohung gebracht, weil wir wurden in irgendeinen Kampf gerufen, ne? PvP-Kampf. Und den haben wir ja zum Glück gewonnen. Na, was seid ihr denn? Ups. Ihhh. Stinkeratten. Ach, sind das untote Ratten? Hilft da unser Zauber? Müssen wir eigentlich mal ausprobieren, ne? So, und ja, auf jeden Fall sind wir hier in irgendein Grab oder was gelandet. Keine Ahnung. Auf jeden Fall eine Menge untotes Zeug. Ich will hoffen, dass wir jetzt nicht die ganze Zeit gerufen werden. Ach, da sah ich doch. Ich habe doch was gehört. Ja, und ich habe natürlich unseren hier Heiligen-Set an. Kann ich euch natürlich, ja, kann ich euch zeigen. Hier Heiligenkleid, Kapuze und so weiter und so fort, weil die haben eine sehr hohe Resistenz gegen Versteinerung und das finde ich ehrlich gesagt ziemlich cool. Zwerg wird benötigt und dann Trost. Ach, wie süß. Ach, wie süß ist das denn? Gegenstand aufheben. Jawolle. Wie kommt man denn da dran? Oh. Wahrscheinlich irgendwie von oben, wenn ich das richtig sehe. Da können wir auch nicht durch. Naja, dann folgen wir mal einfach mal dem Wege, ne? Freunde, Vorsicht vor Bösewicht. Wo? Wo? Wo ist der Bösewicht? Oh, ich seh's. Ich seh's. Oh, da kommen Ratten. Sollen wir es mal ausprobieren, Freunde? Hier, Seelenfrieden. Komm, probieren wir es aus. Wo sind sie? Da sind sie. Auf geht's. Schnell! Nein, die haben uns unterbrochen. So ein Mist. Ey, ich will das mal ausprobieren. Ah, schon wieder unterbrochen. Ich glaub's nicht, ne? Kommt ihr auch weiterhin? Ach Mist, jetzt laufen sie weg, ne? Ne, da kommt's. Bumm! Ach Mensch, wir haben nur so wenige Aufladungen, ne? Oh, da müssen wir aufpassen. Aber cool! Warte mal, hat das Dragonlake-Schild... Wie viel Resistenz hast du? 45? Wir brauchen gegen Versteinerung. Haben wir irgendwas Schönes? Jawohl, das Großschild des alten Ritters. Genau, das hatten wir nämlich das letzte Mal, wo ich das Glitzervieh bei der Gift da, bei der Mühle... da hatten wir noch einen Schatz übersehen. Das war, meine ich, dieses Großschild des alten Ritters. Ja, cool. Finde ich nicht schlecht, dann ziehen wir das mal an. Gegen Versteinerungsresistenz. So, kommt noch einer? Du Krabsack, ne? Du fällst mir so und so wieder in den Rücken. Kriegst direkt eine Kopfnuss. Glatter, seidiger Stein. Coole Sache. Achso, von da sind wir gekommen. Ein Pharos-Ding. Ist bestimmt für die Brücke. Okay. Noch ein Pharos-Ding. Für... Brücke? Nanu, da ist eine Brücke oben. Nanu, nanu, nanu. Und hier geht's hoch. Nanu. Oh, 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 ich weiß, wir haben einige dabei. Die haben wir ja auch fleißig gefunden, auch im PvP-Kampf eben gewonnen. Klar. Oh, hier ist ja noch einer. Na, Ratti, Rattis? Keine Rattis. Ja, hier. Wer sagt's denn? Na, ich höre was laufen. Ich höre was laufen. Komm, ich hab dich laufen gehört. Du ekliges, dickes, untotes Ding. Voll die Ratten hier, ey. Ey, sag mal, wie viele Pharos-Teile gibt's denn hier? Ist ja der Hammer. Ich kann doch nicht alle, die wir bis dato gefunden haben, jetzt verwenden hier. Oh, 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 oh. Wo sind wir denn hier gelandet? Hallo? Da ist ein Item, aber da sehe ich Ratten. Da sind Ratten. Gegenstand aufheben. Heimatknochen. Dreimal. Sehr schön. So, was ist mit euch, Freunde? Ihr kommt jetzt nicht, ne? Oder ihr kommt, wenn ich hier jetzt rausgehe. Nee, kommen sie auch nicht. Was ist denn da? Oh nein, eine Nebelwand. Eine Nebelwand? Eine Nebelwand. Ah, sag ich doch. Sag ich doch, die kommen, wenn wir hier rausgehen. Ach Mist. Haben wir ja nie aufgepasst. So, du kriegst einen rein. Ja, ja, guck mal, wir haben so viel Resistenz. Ich glaube, wir haben auch noch einen Ring, ne? Ich glaube, wir haben noch einen Ring, aber ich glaube, wir haben so viel Versteinerungsresistenz, da kann uns gar nichts mehr passieren.
Das wäre natürlich extrem nice. Lass mal eben kurz gucken. Was sagt denn unser Equip hier im Allgemeinen? Wie war das nochmal? Genau, da muss ich hier durchblättern. Wir haben 219 Versteinerung. Das ist nicht so viel. Ach, wie viele Pharos-Teile haben wir dabei? Freunde, Freunde. Wir haben insgesamt 5 Stück haben wir. 5. Das sind aber auch genau 5 Stück, die wir hier brauchen können, ne? Komm, ich benutze den mal hier. Ja, ich möchte den gerne benutzen. So. Ich wette mit euch, das Ding geht runter. Ja. Was sonst? Keine Feinde. Gehen wir mal drüben gucken. Aber das sieht schon keck aus, ne? Ich höre was laufen. Wo denn? Boho. Ich habe was laufen gehört, auf jeden Fall. Wo sind wir jetzt hier, Schönes? Versteinerte Ratten? Wo sind wir denn hier gelandet, ey? Wahnsinn. Aber Flüstern der Verzweiflung. Ist das eine Hexerei? Erschreckt mich nicht so. Ist das hier? Ja, eine Hexerei. Okay. Ja, so kriegen wir eine Menge Zaubersprüche, so wie es ausschaut, ne? Ihr seid tot, oder? Ja, ich kann euch auch nicht kaputt hauen, wie es ausschaut. Giftiges Moos wieder. Oh. Ja, guck mal, da kommen sie aus ihren Löchern, ne? Da kommen sie aus ihren Löchern. Wollt ihr ein bisschen Käse haben oder whatever hier, Ach Mist. Boah. Die bringen uns aus der Balance. Muss mal aufpassen. Das ist nämlich extrem schlecht, auch wenn wir eine tolle Versteinerungsresistenz haben. So. Ja, da müssen wir uns auf jeden Fall noch ein bisschen Rüstung anziehen, Freunde, weil sonst können wir nichts machen. So, und das war's jetzt, das große Geheimnis. Kann man nichts machen. Na, komm schon. Na, okay, die Brücke ist natürlich unten, ne? Versteckte Wand, ne? Komisch. Ein paar Items jetzt hier und unten können wir jetzt auch noch einen Weg aufmachen, oder was? Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Oh, hallo. Oh, den haben wir nicht richtig getroffen. Aber untote Ratten. Ist doch der Hammer, oder? Ist doch der Hammer. Aber wofür sind die hier? Eins, zwei, das sind 3 Stück. Das hat vielleicht was mit den Statuen hier zu tun. Sollen wir es mal machen? Komm, benutz mal einen. Und jetzt? Oh mein Gott, nee. Das war schlecht, ne? Oh mein Gott, nein, das war ganz schlecht. Oh, Scheißendreck. Was ist denn das jetzt für eine Seuche? Also irgendwas macht das. Ich weiß aber nicht was. Oh, Mist, ey. Schon wieder so Fallen hier, ey. Ah. Das ärgert mich. Haben wir einen verschwendet? Oh, ich höre wieder was krabbeln. Wo bist denn? Wo bist du denn? Boah, hab ich mich erschrocken, ey. Von oben. Ja, du dämliche dicke Ratte hier. Zack auf den Kopf, mein Freund. Da kommen die von oben rausgefallen, ey. Hammerhart. Giftiges Moos. Da werde ich das Ding hier bestimmt nicht benutzen. Ihr könnt ja knicken, Freunde. Eieiei. Oh ja, ein Leuchtfeuer. Leuchtfeuer entzünden. Oh nee, komm. Bosskampf, ne? Komm, dann und so, ne? Regenerieren. Mann. Aber was ich echt schade finde, ich dachte, die Pharos-Teile helfen uns. Ach, ich lesen. Pferd? Was für ein Pferd? So, hier kommen keine neuen. Oh, kommt echt ein Boss? Glaubt, das kommt ein Boss. Warte mal, ich muss mir auf jeden Fall was Rüstung anziehen. Ja, Versteinerungsresistenz. Wir brauchen auf jeden Fall eine dicke Rüstung. Mit, guck mal hier, 28 hat die, 16, 45, die alte Ritterrüstung. Komm, die ziehen wir mal an. Das sieht vielleicht jetzt extrem ulkig aus, aber die hat, die ist cool, die ist cool. Dann können die uns nämlich hauen und dann passiert nichts. Na toll, und jetzt? Ach du Scheiße, nee. Nö. Ach du, nö. Oh. Was ist denn das für ein Kram? Nee, du machst Witze. Nee, Freunde. Lass das mal schön sein, ja. Lass das mal sein. Ach Mist. Hör auf damit. So.
Boah, wie viele kommen denn da? Nee. Lass mich hier raus. Boah. Nimm mal eben einen Estus. Was soll das denn für ein Müll sein? Ist das jetzt ein Event? Soll ich hier alle Drachen... Drachen... Ratten schlachten oder was? Komm her. Jawohl. Oh, oh, aufpassen. Ah, so, ich laufe, ich laufe. Ja, großer Fehler, laufen. Und natürlich haben die noch die Versteinerung. Ist ja so sonnklar, ne? Oh, 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 oh. Die sind aber lahm. Zumindest gar nicht so schnell. Oh, warte, da fällt mir was ein. Freunde, kommt doch mal spielen. Oh, oh. Ja. Was haltet ihr denn davon, ne? Mal eben in Estus. Oh, nein. Aufpassen. Und noch einmal. Für euch. Ja. Ach Mist, nur zwei erwischt. Ach nee, einen haben wir noch. Einen Seelenfrieden. Komm schon. Jawohl. Da haben wir... Oh, hier. Königliche Rattenvorhut. Was haben wir noch? Große Heilung, himmlischer Donner. Was haltet ihr denn vom Blitz? Hm? Anscheinend nicht so viel. Doch. Blitz ist... Oh. Ist das der Boss? Ich glaube, der ist der Boss. Und nochmal. Komm. Wir können noch zaubern. Warum zaubern wir da nicht? Lass mich hier mal durch. Uhuhuhu. Ja, meine Freunde. Und noch mehr. Wir haben noch mehr himmlischer Donner für euch. Ja. Wie es hier gefällt euch das sehr. Boah, das ist der Wahnsinn, ne? Wahnsinn. Und noch mehr. Wir haben den Boss kein einziges Mal getroffen. Okay, nimm mal eben hier einen Estus. Wo ist denn der Boss? Da war ein Boss. Da war ein Boss. Da war eine besondere Ratte. Glaube ich zumindest, oder? Königliche Rattenvorhut. Oder zählen da alle? Ist da... Nee, da hinten, da. Der mit der Mähne, ne? Der mit der Mähne. Oder? Hör mal auf, ja. Der müsste das sein. Bin ich mir sicher. Komm her. Jawohl, guckt euch das an. Mit dem Knüppel auf dem Kopf. Ne? Guck mal, die gehen laufen. Die gehen laufen. Ja, haut mal schön ab hier. Jawohl. Königliche Rattenvorhutseele und ein Rattenschwanz. Ih. Oh nice. Oh nice. Oh nice. Oh nice. Direkt mal wieder zurück zum Leuchtfeuer. Oh, zum Glück können wir zaubern. Wir sollten viel öfter zaubern. So schlecht ist das gar nicht. Nerf hin, nerf her. Es läuft doch. Wir müssen aber schneller zaubern können eigentlich. Wir brauchen mehr Slotplätze. So, Seelenfrieden. Tja, haben wir es geschafft. Tada, tada. Find ich nice. Geschafft, hä? Nicht aufgeben, Skelett. Was? Skelett nicht aufgeben? Oh, guck mal, da ist noch eine. Nee. Warum kann ich dich nicht anvisieren? Nee, ich kann mich mit einer Ratte unterhalten, oder was? Wer bist du denn? Leave this place, human. Nö. We have no time for thy kind. Humans bring nothing but filth. Und ihr bringt die Pest, oder was? Is that a rat tail, human? Boah, jetzt greift er uns an. Hast one of mine rat burrows conquered. This will not go unnoticed. Rejoice, for the right to serve me is now thine. Since thou'rt human still, permit me ask, wilt thou thy human soul surrender and pledge thyself to me? Swearest thou by the sweet-tempered sludge that laps at our bosoms? Euren Eid widerrufen und den Eid des Rattenkönigs leisten. Du kannst mich mal, du hässliche Ratte. Of course. Humans are all alike. Get thee gone. We will tolerate thy stench no longer. Tja, das hast du davon. Ich weiß nicht, was man hier vom Eid bekommt. Ist mir auch egal. Boah, hab ich mich erschrocken. Möchte ich aber auch nicht. Ah, jetzt kommen wir an Item. Oh, bloß nicht runterfallen. Sehr cool. Jawohl, und wieder ein Pharos haben wir. Nice. Haben wir noch den Ring an für Fallen? Haben wir. Haben wir, haben wir. Cool, Freunde, cool, 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 cool. Ich hoffe, dass, wenn wir weiter runtergehen, dass das genauso einfach wird. Muss ich ehrlich zugeben. Oh, jetzt müssen wir bloß aufpassen hier, ne? Sonst hinterlassen wir hier wieder so einen schönen Blutfleck. So. Wo geht's als nächstes hin? Da einmal rüber. Okay. Schön vorsichtig. Da einmal rüber. Oh. Aufpassen, aufpassen. Ah, ich weiß, wo wir hinkommen. Oh, jawohl, schön.
Nice. So, und jetzt? Oh, da ist ein Item. Dann lassen wir uns mal nach da fallen. Dann müsste eigentlich klappen, ne? Ja. Oh, ohne Schaden. Nice. Oh, der Ring ist cool. Ja, Freunde. Ja. Da haben wir es gut gemeistert. Ein Blutungsstein. Cool. Damit können wir, meine ich, eine Waffe verzaubern, ne? Mit Blutung oder so. So, und jetzt können wir... Oh, wartet mal, Freunde, wartet mal. Da unten sind die Viecher, ne? Da unten sind die Viecher. Oh. Ich wechsle mal eben auf den anderen Schild. Wenn wir den Sprung jetzt versemmeln... Und wir versemmeln es, war das sonnenklar. Und jetzt kommen nämlich die Typen, ne? Ja, war klar, dass jetzt die Typen kommen. Komm mal her. Oh, die wollen uns anspringen. Ja, klar. Oh mein Gott. Nein, was machst du denn? Lauf, Forest! Oh mein Gott, trink. Oh Gott, da kommt noch mehr. Lauf. Oh nein, ich will nicht sterben. Wir haben so viele Seelen dabei. Nein, lass mich in Ruhe. Hau ab. Nein, hat er uns getroffen. Steh auf. Noch einer? Schande. Okay. Cool bleiben. Ruhe bewahren. Ja, ich will meinen Stein benutzen. Ah. Ah, schön. Stress. Das ist schade. Nicht, dass da ein wichtiges Item ist, ne? Wenn ihr wisst, was ich meine. Ach, jetzt können wir sogar nochmal versuchen zu springen, ne? Oh, ja, sollen wir es nur einmal ausprobieren? Ich meine, theoretisch könnten wir es ja machen, ne? Warte mal, wechsel mal die Rüstung hier auf das Heiligenkleid, damit wir wieder extrem schnell sind. Und eigentlich könnte man es ja schaffen. Eigentlich. So, schön vorsichtig. So, probieren wir es nämlich noch einmal. Und dann, genau, einmal nach da. Eigentlich ist es ja ziemlich simpel, ne? Weil selbst mit Maus und Tastatur ist das... Ja, machbar, ne? Klar. Gott, ich Idiot. Ja, man sollte... Ach, komm, egal. Schluss mit irgendwelchen schönen Redewendungen. Ach, verdammt. Naja, müssen wir halt auf jeden Fall so und so nochmal dahin. Also, dann wollen wir mal gucken, ja. Dass wir das nicht nochmal schön hinkriegen. Also, wenn wir ganz runterfallen, ist auf jeden Fall Ende im Gelände. Ja, das haben wir jetzt schon mitbekommen. So, jetzt mal schön vorsichtig nochmal, ne? Ich will nämlich gerne an das Item kommen. Jetzt hör auf, dich da irgendwo gegen zu buggen. So, jetzt mal schön hier rüber gesprungen. Ach, guck mal, da sind unsere Seelen. Das finde ich aber nett. Dankeschön. So. Ja, immer Blutfleck berühren. Warum eigentlich nicht Seelen berühren? So, hier. Na, jetzt bloß nicht runterfallen. So, und hier können wir runter. Voilà. Ja, Freunde, auf ein neues, ne? Ich meine, wir könnten wieder sterben, klar, aber... Ja, nein! Ey, es ist doch der Hammer. Trink mal schnell einen. Trink zwei. Na, dann müssen wir nämlich laufen. Dann müssen wir wieder laufen. Na, komm schon. Genau, mach deine dumme Sprungattacke da. Und du kannst es genauso machen. So, sonst noch jemand? Ja. War ja klar, da kommen noch mehr, ne? Guck mal, da haben wir direkt noch zwei. Na, komm schon. Ja, oh, nee, der hat uns sogar erwischt. Wie fies ist das denn? Oh. Komm, aufstehen. Eieiei. Ja, der hat uns auch erwischt. Oh, jetzt kommt da noch einer, ne? Aber jetzt reicht's. Oh, dann machen wir schneller. Okay, Freunde, lassen wir es erstmal. Fürs Erste würde ich doch sagen. Nee, wir kommen hier so und so nicht raus, ne? Und jedes Mal so einen Knochen benutzen möchte ich ehrlich gesagt auch nicht. Wir haben nicht mehr so viele davon. Wir können sie ja nachkaufen. Tja, dann habe ich natürlich noch etwas für meine Liste. Da juckt es mir gerade am Auge. Das ist natürlich auch uncool. Ja, Freunde, ich würde sagen, wir gehen auf jeden Fall mit unseren Seelen mal eben kurz zurück nach Majula. Da können wir, meine ich, glaube ich, irgendwo ein Level reinstecken. Das machen wir auch und ja, mit dem Item, was da liegt, das ist natürlich uncool, ne? Aber was willst du machen? So, da wollen wir natürlich aufsteigen. Machen wir noch einen Punkt in Belastung rein, weil Belastung ist eigentlich ziemlich cool, gefällt mir. Und wir kriegen mehr Giftresistenz, das finde ich gut. So, und dann würde ich doch sagen, sehen wir uns dann in aller Ruhe beim nächsten Mal wieder. Die Zauber gefallen mir natürlich extrem gut. Sehr schöne Sache.
Da fällt mir eigentlich ein, wenn wir den... Achso, dann ziehen wir doch eigentlich immer hier den Schlangenring an, ne? Ja. Ja. Es läuft, auf jeden Fall. Die Waffen haben wir so gut wie es geht verbessert. Da können wir eigentlich mal gucken, ob wir da nicht irgendwie nochmal eben kurz fix was verbessern können. So, und zwar, das Blitzschwert nicht, Streitkolben auch nicht, die Glocke, ne, Titanitbrocken, die habe ich natürlich auch verbessert und versteinerte Drachenknochen schon 4 Stück. Eieiei, wir haben so viele schöne Waffen. Don't waste my time. Oh. Tut mir natürlich leid. So, Freunde, jetzt haben wir natürlich 2 Wege, einmal runter in die Höhle des Löwen, aber ich würde sagen... Bevor wir irgendwo anders hier hingehen. Ach, guck mal hier. Da ist es. Das Loch haben wir entdeckt. Das Heiligengrab, da waren wir. Und wir waren, meine ich, hier, ne? Hier waren wir. Überschattete Ruinen. Weil bevor ich ins Dunkeln gehe, gehe ich doch auf jeden Fall erstmal dahin, wo vielleicht Löwen auf uns warten und Skorpione. Aber auch, wo wir Licht haben. Ich hoffe, es hat gefallen. Und bis zum nächsten Mal.